Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut zu mir heute. Heute geht es wieder um die DJI Mavic 2 Pro. Und heute zeige ich euch mal die Kameraeinstellungen, die man in der DJI Go App treffen kann. Und ich verrate euch auch, was meine favorisierten Einstellungen sind. Viel Spaß! Okay, wir befinden uns jetzt in der App. Ich habe das Fluggerät schon verbunden und im rechten Bereich seht ihr über dem Aufnahmepunkt die Möglichkeit, die Kamera zu wechseln. Momentan ist im Zentrum eine Fotokamera abgebildet und unten rechts die Videokamera und somit sind wir im Fotomodus. Der Autofokus ist momentan auf automatischer AF eingestellt, deswegen beginnt die Kamera in regelmäßigen Abständen mit dem Fokus, wenn sie das Gefühl hat, dass dieser nicht richtig sitzt. Unter dem Aufnahmeknopf auf der rechten Seite sehen wir ein M und hier drücken wir mal drauf und öffnen die Einstellungen. Nun sehen wir ganz oben in der ersten Zeile drei Reiter. Ganz links sind die Einstellungsparameter, die ich brauche, um ein Bild richtig einzustellen. Momentan fotografieren wir im Modus manuell, deswegen ist das M weiß. Wenn ihr möchtet, dass die Verschlusszeit manuell eingegeben wird, aber der Rest automatisch, müsst ihr auf S. Wenn ihr möchtet, dass ihr die Blende fest vorgibt und der Rest automatisch, müsst ihr auf A. Und wenn ihr möchtet, dass alles automatisch läuft, dann müsst ihr einfach auf Auto gehen. Wir gehen jetzt mal in den manuellen Modus, denn nur so lernen wir richtig fotografieren. In der ersten Zeile sehen wir die ISO und ihr seht, wenn ich die ISO nach oben ziehe, wird das Bild wesentlich heller. Das führt aber dann auch zu Rauschen. Das macht man immer so niedrig wie möglich. In der nächsten Zeile seht ihr die Blende. Diese könnt ihr verstellen von f2.8 auf f11. Wenn ihr eine Landschaft scharf fotografieren wollt und habt genügend Licht, dann empfehle ich euch die Blende 8. Wenn ihr wenig Licht habt, öffnet ruhig die Blende weiter und erst im Notfall geht ihr dann mit der ISO nach oben. Die Verschlusszeit ist ganz unten und die würde ich im Flug nicht unter eine Hundertstel setzen, denn sonst ist die Belichtung einfach zu lang und es könnte sein, dass es zu Verwacklungen kommt im Foto. Besser, ihr fotografiert mit einer 400stel, wenn ihr dementsprechend die Möglichkeit dazu habt und die Belichtung euch ausreicht. Gehen wir oben in der Mitte in die nächste Einstellung. Hier können wir allgemeine Einstellungen für das Foto treffen. Ihr seht, wenn ich oben drauf klicke, kann ich auswählen HDR oder möchte ich Hyperlight für dunkle Bereiche. Dann kann ich den Burst Mode wählen, der dann mehrere Aufnahmen fertigt. Wir können eine Belichtungsreihe erstellen. Wir können hier einen Intervall einstellen, der nach einer gewissen Zeit immer wieder auslöst. Oder wir können ein automatisches Panorama zusammenfügen. Das wären die verschiedenen Fotomodis ganz oben in der ersten Zeile. Dann können wir das Bildverhältnis von 3:2 auf 16:9 umstellen. Bitte beachtet hier, nur wenn ihr 3:2 habt, habt ihr auch ein 20-Megapixel-Foto. Dann fotografiere ich natürlich immer in RAW, denn ich kann es ja im Lightroom katalogisieren und bearbeiten. Wer keinen RAW-Converter zur Verfügung hat, der muss in JPEG fotografieren und natürlich gibt es noch die Auswahl RAW und JPEG. Weißabgleich habe ich auf Sonic eingestellt. Das würde ich euch auch ans Herz legen. Arbeitet immer mit einem fest eingestellten Weißabgleich, sowohl im Filmen als auch im Fotografieren. Als nächstes gibt es den Style. Den braucht man beim Fotografieren nicht unbedingt, denn diesen kann ich ja später in der Nachbearbeitung im RAW einstellen. Farbe ist bei mir auch keine vorgewählt. Die Einstellungen, die ihr hier seht, die könnt ihr treffen. Ihr könnt das Histogramm aus- und einblenden. Ihr seht das, das taucht jetzt hier links unten auf. Übrigens könnt ihr durch langgedrücktes Halten des Histogramms das Histogramm an eine beliebige Stelle im Bild verschieben. Das finde ich auch eine ganz nette Funktion. Dann könnt ihr das Gimbal während der Aufnahme sperren. Das habe ich auch aktiv. Wir möchten ja ein ruhiges Foto. Gut, als nächstes könntet ihr den automatischen Fokus noch deaktivieren. Das würde ich euch empfehlen, denn sonst fokussiert er ständig euer Bild. So tippt ihr selber auf den Monitor, wenn ihr fokussieren wollt. Das finde ich ein bisschen nervig, wenn er dann ständig fokussiert und dann diese unscharfe Schärfe ins Bild kommt. Dann könnt ihr das Ganze noch automatisch synchronisieren, die Fotos per HD auf euer Handy speichern, einen Bildtext hinzufügen, Überbelichtungswarnung könntet ihr noch aktivieren und deaktivieren. Das ist dann so ein Zebra-Modus. Dann könntet ihr einstellen, dass die vordere LED ausgeht. Das würde ich euch empfehlen. Bei dunklen Aufnahmen ist das praktisch. Also der Copter hat ja vorne LEDs, die dann bei einem Foto automatisch ausgehen. Und die Gitterlinien könnt ihr einblenden. Das würde ich euch auch empfehlen, damit ihr einfach eine bessere Aufteilung im Bild habt und die Proportionen bzw. die Bildstimmung dann dementsprechend einstellen könnt. Einen Mittelpunkt könntet ihr auch noch aktivieren. Das halte ich jetzt mal für ziemlich unwichtig. Den könnt ihr in der Farbe sogar verändern. Ich selber brauche diesen nicht.
Und dann könnt ihr auch ein Focus Peaking aktivieren. Wenn ihr das auf hoch stellt, dann seht ihr, die Kantensäume sind jetzt rot eingefärbt. Jetzt wisst ihr, wo der Fokus liegt. Und das brauche ich aber nicht bei diesem kleinen Sensor, denn da ist meistens eh alles ziemlich scharf von vorne nach hinten. Dann könnt ihr vorgeben, wie die Bilder vergeben werden, die Bildnamen kontinuierlich aufsteigend oder nicht. Dann ganz wichtig, Originalbild speichern. Auf jeden Fall hier Original Zeitraffer speichern aktiviert. Auch Panorama unbedingt aktivieren in beiden RAW-Modus, denn wenn ihr dann mal eine Hyperlapse macht, dann werden die Bilder auch nochmal original auf eurer SD-Karte abgespeichert. Und das ist ja unheimlich wichtig, denn bei einer Hyperlapse macht er ja nur Full-HD-Aufnahmen. Und wir möchten aber später vielleicht ein 4K-Video draus machen. Und dann brauchen wir natürlich die 20-Megapixel-Dateien möglichst in RAW. Dann könnt ihr einstellen, ob auf der SD-Karte oder auf dem internen Speicher das Ganze abgelegt wird. Da habe ich die SD ausgewählt. Das ist ja schön, dass es überhaupt einen internen Speicher gibt, falls man die SD mal vergessen hat. Und unten kann man auch die Kameraeinstellungen zurücksetzen oder formatieren, SD oder interner Speicher. Das Ganze kann man jetzt allerdings auch im Videomodus einstellen und ihr seht, der Videomodus hat fast dieselben Einstellungsparameter. Auch hier könnt ihr die Verschlusszeit perfekt einstellen, also hier die Blende zuerst mal. Und die Verschlusszeit sollte ja immer doppelt so hoch sein wie die Framerate eures Videos. Habt ihr also ein 25p-Video, 25 Bilder die Sekunde, dann stellt eine 50stel ein. Das klappt aber häufig nur, wenn ihr eine schwarze Linse vorne noch dran schraubt, also einen ND-Filter. Und dementsprechend, die gibt es ja momentan nicht, dementsprechend müssen wir noch die Verschlusszeit kleiner halten. Also ich empfehle hier immer, bleibt bei geraden Zahlen. Wenn ihr mit 25 Bilder die Sekunde filmt, dann macht eine 50stel, eine 100stel oder eine 200stel. Und dementsprechend passt dann auch eure Blende an die Bedingungen an das Umgebungslicht. Dann hier die Videoeinstellungen, da könnt ihr dann High Quality, das wären jetzt die 10-Bit, die er abspeichert, bis zu 30 Bilder die Sekunde. Beachtet dabei aber, er croppt dann in das Bild hinein, es ist ein gezoomtes Bild. Wenn ihr ein weitwinkliges Bild machen möchtet, dann müsst ihr auf Full FOV gehen und könnt hier auch bis zu 30 Bilder 4K aufnehmen, allerdings dann nicht in 10-Bit, sondern in 8-Bit und da sieht man ja sowieso kaum einen Unterschied. Es ist ein kleiner Unterschied, also wenn ihr den Weitwinkel braucht, zögert nicht, das hier auch zu aktivieren, das ist nicht so dramatisch. Eine schöne Funktion ist, da ja die 4K60p nicht mehr gehen wie beim Phantom, sind wenigstens bei 2,7K 60 Bilder die Sekunde drin, das ist auch ganz schön. Und wer es noch langsamer möchte, seine Zeitlupe, der muss natürlich zu Full HD gehen, damit er dann 120 Bilder die Sekunde einstellen kann. Bei den Einstellungen drüben ist das gleiche anzutreffen wie im Fotomodus, das habe ich euch schon erklärt. Hier könnt ihr das Histogramm noch zuschalten, das ist ein kleiner Bug, dass das hier ständig verschwindet. Und ansonsten sind alle Einstellungen gleich. Ihr könnt hier einstellen, ob er ständig fokussieren soll oder ob ihr nur durch Tippen fokussiert, ob die vorderen LEDs ausgehen, wenn ihr eine Videoaufnahme macht. Alle anderen Einstellungen sind hier auch genauso wie im Fotomodus. Ich hoffe, ich konnte euch die umfangreichen Einstellungen in der App zeigen und dem einen oder anderen vielleicht hier eine kleine Hilfestellung geben. Denkt bitte immer daran, das Histogramm ist wichtig, damit, dass ihr das verstanden habt. Und das ist auch ein wichtiger Indikator für die Belichtung, damit ihr richtig belichtet habt. Denn wenn ihr überbelichtet habt, dann ist euer ganzes Foto und euer ganzes Videomaterial am Ende dann Schrott. Und das wäre schade für die 30 Minuten, wo das Teil nur in der Luft steht. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch eine friedliche Zeit. Bis zum nächsten Video und bis dahin, auf Wiedersehen.